Mann, der sieht ja aus wie Karl-Heinz. Extraordinär, ja. Seit Jahren unterhalten Sie ausschließlich Beziehungen platonischer Natur. Was ist denn das für eine Sauerei, platonisch? Kennst du das? Die tun nur so, als ob. Hm, ja. Junge, wir haben einen Rolls-Royce. Das heißt Rolls-Royce, daran wird man schon geboren. Gott sei mit dir. Warum? Keine Ahnung, das weiß nur er. Ganz gut. Hoffentlich halten es die Hosen aus. Hast du dir auch alles gemerkt? Ja, ja. Keinerlei Probleme? Nein, bis auf eins. Was? Die Sache läuft nicht. Denk einfach nur an die $1 Million. Dann wird's klappen. Senor, heute Abend hält doch die Baronin Sophronia Machado Calvoso ihre kulturelle Soiree ab. Vor ihrer Abreise haben sie mich noch beauftragt, ihre Zusage zu bestätigen. Hab ich das doch vergessen, so eine Scheiße. Nicht verwunderlich bei der geringen Anzahl deiner grauen Zellen. Schnauze. Um wie viel Uhr erwartet uns denn die Gräfin Strapuzki? Siehst du, so nennt man das nicht, wa? Ja, mit so einem Penomen habe ich schon zu tun gehabt, aber auf Krankenschein. Alles raus, was keine Miete zahlt. Wir sehen ja die Sache aus einer anderen Perspektive. Aus welcher Perspektive Sie das sehen, ist doch völlig wurscht, für mich jedenfalls. Wenn die Sache beendet ist, dann her bitte Kohlen. Mhm. Hör mal, du Karkleist, der sagt einem Boss, er soll sich beeilen, sonst fange ich an zu dampfen. Mir deucht, da schwirrt ein Geräuschli durch die Luft. Oder hast du wieder deine Ostuhr um? Oder ist das dein Herzschrittmacher? Hört sich nach einem Hubschrauber an. Du kannst Ohren haben, es ist einer. Ja? Na, ein Hubschrauber. Um Gottes Willen, ein Harfenkonzert. Es spielt die Gräfin Sophronia Machado Calvoso. Das wird ein schöner Mist sein, der uns um die Ohren fliegt. Ein Harfenkonzert. Nicht Hafen, Harfenkonzert. Eine Harfe ist so ein Gartenzaun, wo man reingapscht. Mann, und hinterher gibt's noch einen Vortrag. Klingt ziemlich gesalbt. Worüber geht der? Über die Einwirkung der Sonnenstrahlen auf das Liebesleben der Pflastersteine. Danach gibt's was zu happern. Da lacht das Herz, wenn's was zu fressen gibt. Ein Dinner auf der Basis von Hirse. Wie wollen wir uns denn die Hirse servieren? Im Käfig oder am Fensterbrett? Das ist doch nicht möglich, das kann doch gar nicht sein. Also, wenn ich nicht ganz genau wüsste, dass ich das nicht bin, dann würde ich sagen, das bin ich nicht. Ah. Genau wie ich, die gleiche Eleganz. So und elegant. Und das hier, das dürfte das absolute Ebenbild von Ihnen sein, Mr. Ronda. Das ist ja unglaublich. Tja, meine Herren, was sagen Sie dazu, nicht? Sind das die mit der Kohle? Das ist der Chefkoch, der sich hier offenbar auf dem Teller übergeben hat. Es tut ihm leid und da hat er ein Blümchen gepflückt, weil er gerade an der öffentlichen Anlage vorbeikam, gell? Ich bin der Meinung, teurer Vetter, wir sollten den werten Chefkoch überreden, mal seinen Gewürzprüfer in das Fressen zu hängen. Ihn mal riechen lassen? Mhm. Dem lieben Wirt hat er auch gesagt, dass du fette Sau sowieso nichts essen brauchst. Stell dir vor! Fette Sau? Ein hochgeschossener, schlanker Mensch. Nur wir müssten ihn dazu bewegen, sich mal zu verneigen, damit er vorkosten kann. Wenn er es freiwillig nicht tut, bleibt nur der Tritt in die Nüsse. Tritt mal ein bisschen nach vorn, du Bürstenbinder. Jetzt reicht's! Na ja, doch. Funktioniert doch noch. Du, Tom, hast du schon gehört? Weißt du, wer zurück ist? Ich ahne es. Und er sieht wunderbar aus. Der hat immer ausgesehen, als ob er im Gully wohnt. Mr. Orman möchte Sie morgen zum Essen haben. Ja, ist gut, wir kommen zum Essen. Nicht so schnell wieder auf die Bäume, du Halbaffe. Ich bestimme hier, ich bin der Boss. Mhm. Ja, wir werden morgen da sein. Dank. Ihr wisst schon. Danke, meint er. Da ist er. Kai aus der Kiste. Ja. Und die dicke Frau da hinten, das ist die Köchin. Glaube ich nicht. Wenn du denkst, du hast einen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse. Davon bin ich überzeugt. Hey, früher hast du mit mehr Dampf zugeschlagen, da hatte die Pfanne eine Beule. Gusseisen verbiegt sich nicht. Ach so. Habe ich doch den richtigen Riecher gehabt. Kein Wunder bei der Gurke, die du im Gesicht hast. Sag mal, Leone, du musst alles dicht machen. Wieso, was ist denn? Krokodil, dieses miese Stück ist wieder hier. Mensch, bist du fett. Du bist ja eine Nummer für den Zirkus. Diesmal lege ich dich um. C'est très délicieux. Ja, so spricht Paris. Wer ist das? Das ist eine Stadt. Ach so, ja, hab ich auch schon mal gehört. Dass ihr kleinen grauen Rüsselmäuse euch einen Schnupfen holt, das werden wir verhindern. Ja, wir haben euch ja lieb. Was haben wir hier? Na, das siehst du doch. Friesische Mähnenkühe. Die eingegrätschte Dobermannart. Ja, ist recht. Aber melken tust du sie alleine. Und sowas will nur mein Partner sein, macht sich vor jedem Stück Fleisch in die Hose, wenn es sich auf dem Teller liegt. So, ihr Mäusekörper, raus mit euch. Hopp, hopp, der Krieg ist aus, ihr habt Urlaub. Ab heute werfen wir beide bloß noch einen einzigen Schatten. Aber einen breiten. Mein Papa hat immer gesagt, wenn du einen Freund hast, dem du trauen kannst, dann trau ihm nicht. Wenn du einem Freund blind vertrauen kannst, dann Vorsicht. Ich meine, wenn du einen blinden Freund hast. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls hatte sich das Papa so ausgeknobelt. So, und du auch. Merci, Monsieur, aber ich trinke nur bei Beerdigung. Schnauze und Ex. Wie, Monsieur? Da kommt er endlich, Captain.
Ja, nur keine blinde Hast, wir haben ja noch den ganzen Tag vor uns. Das ist ein schönes Wort, Sir. Na, Tempo, Tempo! Aber ja, Tempo kommt im Lauf des Tages. So, nicht anders wird's gemacht. So sieht eine Festnahme aus. Gebt an, wie eine Tüte Mücken. Walsch! Das ist ein Überfall. Keine Bewegung ist besser, wenn du das sagst. Du hast eine tiefere Röhre. Das ist ein Über! Ein Über? Ein überdurchschnittlicher Büroraum. Ich darf doch mal, meine Herren. Der Wind, Luftströmung, Instinkt. Alles sehr schön. Aber wenn es trotzdem nicht reicht, die Möwen können auch mit den Flügeln schlagen. Aber wie wird das mit dem Schlagen bei uns? Ja, wir schlagen auf die Erde auf. Auf die Erde? Hol mal das Fernglas. Das was? Das Fernglas. Ach so, das für die Ferne. Ja. Hol ich. Hier ist die Kanone. Mach nicht sowas, ich hätte es für eine Schnur gehalten. Da tritt dir das Wasser in die Augen, Paquito. Ja, was sagst du zu dem Supersteak? Format Nilpferdchen Arsch, da säuft man im eigenen Mundwasser. Das hau mir jetzt auf den Teller. Mal sehen, was sich dann tut. Wer sagt's denn? Sieht aus wie Pitillo ist Pitillo. Anolo, komm mal her, es gibt was zu pitillieren. Hey, er will dir die Qualle aus dem Drömel hauen. Was? Der mir? Oh. Sizilianische Bauernweisheit. Hast du Feuerschweif am Heck? Spült das Wasser alles weg. Ich bin nicht sicher, ob Specky mitgekriegt hat, was wir von ihm haben wollen. Meinst du? Kann mich irren, aber wir sollten noch mal vorsprechen bei ihm. Mein Bruder, diese verdammte Wildsau. Wenn ich jemals zurückkomme, beiß ich ihm den Schwanz ab. Da sagt das Schwein, ein Juwel ist die Mühle. Ein Sarg ist das, ein verflixter Scheißsarg ist das. Mach dir nicht in die Hose, du hast nur eine. Sie sind sehr betrunken, Senor. Von meiner Blutprobe könnten die Bullen betriebsfest machen. Ach Gott, ist das schön. Wenn ich doch bloß nicht so fett wäre. Verdammte Scheiße, morgen höre ich auf zu fressen. Naja, ohne Heu kann das beste Pferd... Nicht furzen, ich weiß. Das ist mein Spruch. Verzeihung. Hat dir eigentlich schon mal einer mit dem Vorschlaghammer einen Scheitel gezogen? Jetzt ist er vielleicht sauer. Was hat er denn da? Eine Ansichtskarte aus Solingen. Ein Laden verwüstet, zwei Männer beinahe zu Krüppeln geschlagen, einem die Eier weggeschossen, ein Toter und das alles in 2 Stunden. 2 Stunden habe ich dich allein gelassen, aber das hat genügt. Wieso? Ich sollte dir doch helfen. Aber doch nicht so, du verdammter Idiot! Gott zum Gruß, Brüder! Hallo! Woher weiß der denn, dass wir Brüder sind? Verstehe ich auch nicht. Euch schickt der Herr zu uns! Nein, wir kommen zufällig vorbei. Sag mal, du hältst dich wohl für besonders schlau. Nein, ich hab nur mehr drauf als du. Auf Wiedersehen! Hör auf zu winken, sonst bricht der Arm ab!